Nach diesem Pleiten, Pech und Pannenstart kann es eigentlich nur mehr besser werden. Also, grundsätzlich, ihr weiß jemand nicht, was ein Root-Server oder sowas ist. Fangen wir mal so an. Root-Server, egal ob jetzt V-Server oder wie man das auch immer nennt, sind quasi Boxen, die ich mir im Internet anmiete, wo ich selber Admin bin. Das heißt, ich darf als Kunde auf den Dingern ziemlich viel machen. Die Klassiker, wenn ich mir jetzt anschaue, die Zielgruppe sind es junge Leute, die miteinander zum Beispiel spielen. Die formen sogenannte Clans, das sind Gruppen, wo die dann miteinander ein bisschen zocken. Da braucht man natürlich ein bisschen Infrastruktur. Man will unbedingt sein eigenes Forum haben, seine eigene coole Domain und so weiter. Das sind Argumente, die bringen die Jugendlichen heute wirklich. Also, die sind nicht aus der Luft gegriffen. Ich habe mit denen tatsächlich geredet. Die Argumente, die da sonst noch kommen, sind richtig skurril. Ein eigener Server bietet alles. Jetzt liest ja keiner mit. Ich meine, das sind die Dinger. Das schönste Argument, was ich immer finde, ist, der Server ist sicher, da bin ja nur ich drauf mit meinen Leuten, die kenne ich. Und toll, ich meine, ich will Linux, Unix oder was auch immer da lernen. Sternchen nix. Ich meine, bei dem Server, wenn ich mir einen Server zum Lernen nehme, sagen wir es mal ganz offen, da lerne ich nichts. Außer, wie ich in Schwierigkeiten komme. Ich möchte mir einfach ein paar Missverständnisse anschauen, die da kommen. Der Klassiker, für einen Preis von, nehmen wir mal für einen Virtual Server, meine 10, 15 Euro im Monat, für eine physische Büx 50 Euro, da habe ich alles, was ich brauche. Gut, wenn wir uns jetzt anschauen, was kriege ich wirklich in die Hand vom Provider? Ich habe da quasi mein Internetanschlüsschen und da steckt ein Stück Hardware dran. That's it. Was heißt, das ist alles, was ich brauche? Ich brauche da im Normalfall noch ein bisschen mehr. Ein bisschen Fachwissen. Ich meine, es ist ja ganz toll, was man dann so in den Werbungen liest. 99,9% Uptime. Gut. Lassen wir das mal auf uns wirken. Ich sehe schon die Experten schmunzeln. Was garantiert uns eigentlich der Provider? Er garantiert uns, dass man die Leitung bis zum Server funktioniert. Das heißt aber, wenn ich jetzt einen Scheiß baue bei der Config und das Ding einfach einmal nicht erreichbar ist, da kann der Provider mir nichts garantieren. Natürlich nicht. Er zieht sich von der Kiste zurück. Das heißt auch weiter, wenn ich mir anschaue, diese Uptime heißt Leitungsuptime. Was ist mit der Hardware? Das nächste. Über meinen Server habe ich die volle Macht. Man hört es schnaufen, es ist einfach so volle Macht. Wer hat einen Stecker? Wann habe ich wirklich die volle Macht über Maschine? Die habe ich nicht einmal daheim. Ich habe es nicht im Sack, was dort verbaut ist. Ganz ein schöner Punkt. Ich kann ja alles installieren. Ja gut, können. Da sind wir nämlich genau wieder bei dem Punkt, über meinen Server habe ich die volle Macht. Schauen wir uns mal an, ein bekannter Hoster im Deutschen zum Beispiel sagt, in meinem Netz könnt ihr mal eure IRC-Server vergessen. Da ist das Ding gegen die AGBs. Aus Provider-Sicht verständlich, das war mal mit Botnetzen, war das ganz beliebte Command-and-Conquer-Server, wie man so schön sagt, die Kontrollserver für das ganze Zeug, weil das ein sehr einfaches Protokoll war. Also hat der gesagt, nein. Das heißt, wenn mir mein Server-Vermieter sagt, du machst das nicht, dann glaube ich, stolpern wir schon einmal über die Punkte. Ganz ein tolles Argument, oder? Mein Server kann ich mit ein paar Klicks voll konfigurieren. Ich habe ja, kennt jemand ein paar Tools? Ich glaube, Configs, Plesk, Froxler oder wie sie alle heißen, das sind Control Panels oder ein ganz schöner Klassiker wäre der Webmin. Ich kann mit ein paar Klicks
etwas auf dem Server bewegen, das mag schon stimmen. Aber kann ich damit wirklich ein Ding konfigurieren? Sagen wir uns mal ehrlich, spätestens wenn das Ding steht, steht die Müll. Auch schöne Sache, ich mache ja einen Höllentraffic mit meiner Webseite. Da sind jetzt meine Hausnummer, ich habe einen YouTube-Hit gelandet und alle rennen wie die gestört auf meinen Server. So toll, wie das jetzt auch klingt, dass man da eine dedizierte Maschine aufstellt. Wenn ich mir jetzt mal größere Netzwerke anschaue, Softwareentwickler, die ein bisschen mehr Ahnung von sowas haben und da diverse Content-Delivery-Netzwerke aufgestellt haben, die können da ein bisschen mehr standhalten. So ein kleiner Server ist im Normalfall, wenn es wirklich drauf hart auf hart kommt, flach. Das nennt sich dann, ich würde es jetzt mal ganz freundlich bezeichnen, Denial-of-Service-Angriff. Einen gut gemeinten. Das berühmte Phänomen. Schön ist natürlich auch, auf meinem Server bin ich ja sicher, da passiert nichts. Das ist genau das Argument, was ich x-mal gehört habe, wo ich auf die Knie falle und sage, Leute, okay, lieber Gott, schmeiß Hirn runter, aber bitte so groß, dass ich den Typen gleich erschlage. Es hilft nichts. Leute, wir sind hier bei so etwas genau dem Thema aus. Ich meine, hat jemand von euch Nachrichten gelesen in der letzten Zeit? Da kam mal sowas wie ein Internet of Things vor. Meist in einem Satz genannt mit Botnet. Was heißt das? Jemand, der das kurz erklären möchte, kann, oder ich fühle mich da ein bisschen alleingelassen davon. Ich hasse Frontalunterricht. Einfach ausgedrückt heißt das, alles und jedes kriegt heute einen Netzwerkanschluss. Genau. Ja, damit der Kühlschrank es wieder autonom stellen kann. Nur an die Firewall zum Beispiel hat kein sauberen Tag. Oder dass Software Fehler enthält und das Ding. Genau, perfekte Beispiele. Wir wollen es ja alles einfach und jetzt nehmen wir mal den 16-jährigen oder noch jüngeren Hyperadmin, der Ubuntu installieren kann, weil das zufällig bei einer Zeitschrift dabei gelegen ist. Er legt die CD ins Laufwerk, klickt weiter. Dann hat er noch einen Kumpel, der das super findet, der konnte mal eine Grafikkarte tauschen und dann haben wir das Dream Admin Team. Das Ding wird installiert. Und dann ist es sicher. Ja, und dann haben wir genau so ein Internet of Things Phänomen. Die wissen nicht, was sie falsch machen. Selbst ein richtig konfiguriertes Ding kann auch mal seine Probleme machen. Schön ist es, Windows-Freigaben stehen ab und zu offen im Internet, weil es ja simpel ist. Das ist das Einzige, was derjenige dann kennt. In den 90er Jahren mag es vielleicht noch gegangen sein, da hat man dann vielleicht ein paar Dinge frei Haus geliefert bekommen. So Viren, illegale Software, Cracks dazu und den ganzen Schrott, weil jemand gesagt hat, cool, kann ich nutzen. Diesmal heißt es dann womöglich, es passiert mir. Ja, klassisches Argument, ich brauche für meine Anwendung unbedingt einen eigenen Server. Spielt genau da rein. Was haben wir denn für eigene Anwendungen? Game-Server und so Zeug. AGBs, ganz toll, Zitate. Wer sie mal aufmerksam gelesen hat, heißt einfach, ich nichts schuld, Kunde hat gemacht. Ich meine, wir übernehmen keine Haftung, keine Folgeschäden. Was kann denn passieren? Datenklau und Verlust, okay. Vom Game-Server interessiert mich das jetzt als Spieler nicht. Verbreitung von Viren interessiert mich doch auch nicht, wann ich spielen kann als 16-Jähriger, oder? Verbreitung von Spam. Illegale Inhalte, doch interessiert mich, die Pinkzeit ist im Eimer. Das wäre jetzt einmal das Argument, wo ich sage, damit kann es vielleicht ein Gamer nachvollziehen. Der Server schließt sich einem Botnet unfreiwillig an, die sind doch so folgefreundlich. Die Folgen können Post vom Anwalt sein, weil die illegalen Inhalte zum Beispiel Kinderpornografie beinhalten oder anderes Zeug, was da nicht so gesund ist. Verlust des Servers wäre da, glaube ich, das geringste Problem. Was ich sagen möchte, wenn jemand für
eine kleine pinschige Webseite brauchen wir nicht einen kompletten Server mieten. Ich kann Dienste nehmen, ich kann alles mieten. Für ein kleines Geld. Ein Profi machen lassen, wenn man sich nicht auskennt. Und wenn ich lernen will, es gibt virtuelle Maschinen, Bastelcomputer, ein Raspi, so Kleinigkeiten. Mit denen kann ich eigentlich verdammt viel in einer sehr sicheren Umgebung machen. Und erst wenn ich dort sattelfest bin, gehe ich raus und mache damit das Internet generell ein bisschen zu einem sichereren Platz, weil ich nicht mehr an so einem Scheiß beteilige. Voltaire hat es so schön gesagt, mit großer Kraft kommt auch die große Verantwortung. Und wer hat auf einem Server eigentlich die große Kraft? Das ist der Admin. Also schaut, dass ihr eure Kisten dicht haltet. Vielen Dank. Der nächste ist der Wolfgang. Und er erzählt uns etwas über